Hallo, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Es geht weiter in den guten, sag schon, in den guten Ritter. Bitte die Kommentare, in die Kommentare bitte kein Backseat Gaming reinhauen, keine Spoiler und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Wie heißt du denn hier? Drachentöterrüstung. Jetzt, also nochmal. Und erneut meine Blitzrüstung, die ich mir ausgesucht habe. Hat leider gar nicht gebracht. Muss ich dich jetzt verprügeln? Wo geht er hin? Ich kann einfach hier stehen bleiben, lol. Okay, er guckt einfach nur. Er guckt mir zu. Tschüss. Hat mich gefreut. Nee, mit Schild ist es tatsächlich zu schwer. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich den Schild brauche. Oh, komm her, du. Runter von der Treppe, bitte. Danke. Da. Muss hier schon wieder zu viel saufen. Ich muss schon wieder zu viel saufen. Ah, weg hier! Wenn er das macht, renne ich, glaube ich, in Zukunft einfach davon. Okay. Aua. Mach mal nicht. Und dann gegen diesen dämlichen Brunnen, ne? Komm, ey. Unnötig schnell wieder unterwegs, ey. Ey. Alter. Schrecklich. Was hat jetzt. Was war das? Ich habe einen Schlag gemacht und er fuchtelt mit seinem Schwert rum. Was. Keine Ahnung, welche Taste ich jetzt verpasst habe, ey. Der ist voll komisch.
Ich mag diesen Boss nicht. Der ist ganz komisch. Und warum leuchtet da jedes Mal dieses Zeug auf, wenn ich aufstehe? Guckst du wieder nur blöd oder kommst du diesmal und willst mich verhauen? Ha. Danke für den Follow. Keine Ahnung, warum jetzt da kein Alert kam. Vielen, vielen Dank. Da muss ich noch mal. Ich wollte eh was umstellen an den Alerts, jetzt habe ich einen Grund. Ich glaube, ich habe gestern rumgefummelt und jetzt geht's nicht mehr. Ich habe es aber gesehen, Dankeschön. Thorsten. Ich habe es kaputt gemacht, ja, sieht ganz danach aus. Sieht ganz danach aus. Hätte ich mal nicht rumgefummelt. Ja. Ja klar. Ja klar. Ey, das ist auch so eine Arschlochattacke, ne? Ah. Das ist eine dumme Nummer. Ah. Ja, danke. Oh, finally. Und das war auch das Ende. Sehr gut. Ah, Dankeschön, Dankeschön. Wunderbar. So. Jetzt geht's weiter. Let's go. Okay. Lothric. Lothric?
Bist du hier? Nee. Ja, der ist auch echt irgendwie nicht so schwer, der Boss. Aber ich weiß nicht, warum mich das... Irgendwie hat es mich geärgert. Okay, ich habe da unten ein Leuchtfeuer und direkt hier auch? Das ist ja wild. Ach komm. Bevor wir hier mit 64.000 Seelen rumspazieren. Was ist das? Warum wird mir da immer angezeigt, dass ich irgendwie Vergiftung und so einen Spaß hätte? Gucken wir erstmal, was... Ja, da kriege ich wahrscheinlich diese Axt. Die blitzige Axt. Aha, da so. Ja, genau, und den Schild. Drachentöter Großaxt. Nee. So, und das von Jorm sehe ich auch nicht. Das heißt, ich fresse die beiden Seelen jetzt. No. 15.000, nice. Jetzt hätte ich genug Seelen, dass ich einmal die Sache mit diesem dunklen Siegel machen könnte. Ja, komm. Was auch immer, 46.000 Seelen. Boah. Ich habe halt keine Ahnung, was es ist. Bisher hat es mir nicht geschadet und nichts gemacht. Nee, nee. Scam. Bei irgendwas habe ich Intelligenz und Glaube. Das war bei dieser einen Achse, bei dem Hammer, bei dem dicken. Ja, so sieht das doch schick aus. Großes Archiv. Doppelschwert, Schlüssel des großen Archivs. Okay, jetzt ist die Frage, soll ich die Tür überhaupt probieren oder wissen wir, dass sich die von dieser Seite nicht öffnen lässt, wollte ich sagen. Sie lässt sich öffnen, okay. Hallo? Lothric. What the fuck? Aua! Mach mal nicht! Das ist wild hier. Das ist ganz wild. Und hier fallen bestimmt einige von diesen Gobbos auf meinen Kopf drauf. 100 Pro. Funkeltitanit und Edelstein. Okay. Äußerst verwirrt. Hallo? Hey!
Du lebst ja. Und wer hat euch die Nummer mit dem Wachs angetan? Kopf in Wachs tauchen. Was? What the fuck? Oh, oh Gott im Himmel. Ich hab doch gesagt, spiel du denn bitte nicht mehr. Warum denn? Schwarzes Haar der Hexe. Okay. Innere Kraft. Hier irgendwo sonst noch irgendwelche Hebel oder so? Hey, hast du noch ein Problem mit mir? Ich hab doch Wachs auf dem Kopf. So wie du, wir sind Kumpels. Was machen die? Kann ich euch auch killen? Ihr seid einfach nur zum Erschrecken da, oder was? Du Hexe, wo bist du? Da bist du. Können wir das bitte anders nicht machen? Hört ihr bitte auf! Wow. Wow. Okay. Mist. Och nö, Vorrichtung bewegt sich nicht. Geht's jetzt hier lang echt weiter, oder wie? Oh Mann, ey. Hab ich da nicht so Bock drauf, ehrlich gesagt. Scheiß auf den. Lassen wir ihn da unten. Ich glaube, da ist er weniger schädlich, als wenn er da oben sitzt. Will ich meinen Kopf in Wachs tauchen? Keine Ahnung, was es bringt. Nö, lassen wir diesmal sein. Ich werde schon rausfinden, was es mir bringt. Ob es mir was gebracht hat. Hä? Ging's nicht hier irgendwo? Da. Oh, hi. Lass mich mal vorbei. Ach, jetzt bist du hier oben, Hexchen. Okay, was ist hier? Eine Leiter. Ey! Hier schießen schon wieder Leute auf mich, die mich nicht treffen dürften.
Durch die Decken. Schweinerei. Okay, jetzt bin ich hier. Auf halber Höhe. Was zum Teufel? Will ich da rüber auf das Dach? Ach, hör doch auf, Mann. Schießt mich durch die Decke ab. Vielleicht darüber? So einer. Nee. Kein Bock. Doch da drüben. Ah, nee. Ach, die Rüstung, ne? Waren das die Schuhe? Ja, jetzt bin ich wieder schnell. Nur mal kurz gucken. Und wo ich hier. Ah, okay. Alles klar. Verstehe. Von wo ich da hinkomme. Hallo. Oh, hi. Lass mal kurz. Lass uns mal ganz kurz. Nee, ich brauche euch alle nicht mehr. Das ist. Was sollte ich mich hier durchkämpfen? Und es mir selber schwerer machen, als es eigentlich ist. Oh, okay. Ich weiß, wofür der Wachs ist. Let's go. Ich bin sehr verwirrt. Wow, okay. Hi. Long time no see. Herr Gargoyle. Was seid ihr eigentlich für hässliche Wesen? Ihr seid doch keine echten Drachen, ihr seid irgendwas anderes Ekelhaftes. Vielleicht waren es mal Drachen. Und dann... ist die Verwesung über sie hergefallen. Wer seid ihr denn?
Und wo muss ich hin? Da oben in den Turm bestimmt. Sieht jedenfalls so aus. Ah, hi. Können wir das auf ein andermal verschieben? Auf deinen Speer habe ich eigentlich nicht so Bock, ehrlich gesagt. Ja, ist ja gut, mein Gott. Ich habe echt keinen Bock auf euch. Wirklich nicht. Echt jetzt? An so einem Affen sterben? Oh. Jetzt muss ich wieder bis da hochlatschen. Ich hoffe, dass das die richtige Richtung ist. Hä? Ach so, nee, das hat ja nicht funktioniert hier, ne? Schweinerei. Ich denke mal, dass das die richtige Richtung ist dort. Könnte ich mir vorstellen. Weil hier nach oben, da gibt es zwar ein bisschen extra Loot oder so. Aber weiß ich nicht. So, den Kollegen da unten brauchen wir nicht nochmal triggern. Jetzt ist die Frage, kann ich hier runter und finde da irgendwie einen besseren Weg? Nee, ne? Das ist Quatsch. Hier oben ist schon der richtige Weg. Ja, und wenn du mir so auf die Fresse haust, dann will ich auch nicht mit dir kämpfen. Ah, warte, den Loot könnte ich ja mitnehmen, ne? Müsste ja ein bisschen was sein. Ja, 28k ist ein bisschen was. Schnauze! 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 Man rollt einfach in 100 Richtungen. Ach, das Anvisieren, verdammte Axt! Ich hätte einfach durchrennen sollen. Diesmal jetzt erst meinen Loot holen, dann durchrennen. Mist. Unnötig. Zeitverschwendung. Zeitverschwendung! Aber das mit dem Wachs, das ist geil. Das gefällt mir. Also ich meine, ob ich mich jetzt da einzeln durch die Gegner klopf oder hier vorbeilauf, kommt am Ende aufs Gleiche raus. Mich langsam vorarbeiten und jedes Level so ein bisschen kennenlernen, ja, kann man machen. Aber ich habe auch Lust, fertig zu spielen.
den nächsten Boss zu besiegen. Let's go, auf zum nächsten Boss. Echt jetzt? Du willst es wissen, ne? Ist okay. Können wir so machen. Ach, guck mal. Jetzt bin ich hier oben. Okay. Hier kann ich nochmal den Kopf in Wachs tauchen, weil... Da drüben ist auch noch ein Durchgang. Zumindest ein offenes Fenster. Jetzt ist die Frage, hier lang oder da drüben? Nee, hier geht's lang. Da oben lang. Aber... Ich brauche eine Abkürzung. Oder ein Leuchtfeuer. Abkürzung oder Leuchtfeuer. So, jetzt muss ich erkunden. Könnte sein, dass es da hinten durchgeht. Tauch mal meinen Kopf sicherheitshalber in Wachs. Dass ich nicht atmen muss, ist auch eine ganz wilde Sache. Ah, untote Knochensplitter. Nice. So, was ist hier? Nichts? The fuck? Seltsam. Hier ist einfach nichts. Irgendeine Abkürzung oder so. Noch eine Glut, okay. Knochensplitter finde ich nice. So, also. Was seid ihr eigentlich hier für eine Possession? Prozession. Ach nee, ihr seid so komische. So, welche, die es ganz wichtig haben. Ach, halt doch die Schnauze. Zu dritt. Es hat ja nicht gereicht. Es hat ja nicht gereicht, dass sie teilweise schon zu zweit da standen. Ist ja nicht genug gewesen. Die müssen dann auch noch zu dritt da stehen. Es ist doch die größte... Also, das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Unnötig. So, wo führt dieser Aufzug hin? Ich will da hochgucken. Also, ich glaube, an denen vorbei wäre ich hier über die Brücke gekommen. Der Aufzug führt doch hier irgendwo... Da müsste ich doch auch schon dran vorbeigelaufen sein, eigentlich. So beinahe. Okay, ich muss an dem Axtboy muss ich vorbeilaufen und den Magier und den Bogenschützen zuerst machen. Weil die mich sonst von hinten killen. Jetzt muss ich wieder bis da rauflaufen, ey. Weil ich kein Leuchtfeuer und nichts gefunden habe. Bisschen nervig. Also rein theoretisch. Ich muss da oben über die Brücke, 100%. Das sieht so aus. Aber ich bin jetzt gerade am Überlegen unten. Ah ne, da ist der, okay, da hinten, wo jetzt die Spitze meines Kopfes ist,
Ist die Kampfarena mit dem... Nee, okay, das heißt, hier unten ist nicht der Aufzug. Kampfarena von der Drachentöterrüstung. Es könnte natürlich sein... Nee, der Aufzug muss hier drin sein. Ah, okay, an den... Ah, okay. Alles klar. Da, wo die drei davor stehen. Mist. Da, wo die drei davor stehen, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Also erstmal den Magier killen. Oder einfach flitzen. Auch egal. Passt schon. Genau, jetzt. Wunderbar, neue Abkürzung läuft. Sie stehen halt immer noch da und warten auf mich. Das sieht wild aus hier. Ach, komm. Ihr seid auch alles Lappen. Was soll ich mich da jetzt durchprügeln, ganz ehrlich? Mit euch will ich auch nichts zu tun haben. Ihr könnt mich mal, Dankeschön, lasst mich mal durch. Ich will hier nur das Tor aufmachen. Ich will mal reinspickeln. Was auch immer hier gerade mit denen passiert. Hallöchen. So, wen haben wir hier jetzt? Oh dear. Another dogged contender. Welcome, unkindled one. Purloiner of cinders. Mind you, the mantle of Lord interests me none. The fire-linking curse, the legacy of Lords. Let it all fade into nothing. You've done quite enough. Now have your rest. What the fuck? Oh, oh, hi. Oh, guten Tag. Sie sind aber flink unterwegs. Und warum auf allen Vieren? Wow, okay, teleporten. Whoop. Holy the fuck. But you may rest here too, if you like. Okay. Da oben muss es noch ein anderes Leuchtfeuer geben. Das ist zu weit von hier. Danach werde ich jetzt erstmal gucken, nach dem Leuchtfeuer. Ich habe jetzt gar nicht auf den Namen von dem Boss geguckt. Ist das Lothric? Wahrscheinlich. Sollen wir den Magier verprügeln? Komm, wir verprügeln den Magier. Jetzt sind wir hinter ihm. Oh, Entschuldigung. Ob es mich trifft. Ach, dann halt nicht. Wenn du meinst, du musst dich da... Nee, jetzt kommen sie alle drei, vergiss es. Mach ich nicht mit. Hey, was geht hier? Sonnenfinsternis. Geil. Das sieht ja scharf aus. Wow, was ist das hier?
Will ich da hoch? Da stehen halt drei so Boys, die mich wahrscheinlich dann wollen, sobald ich da rauflauf. Ich guck mir mal an. Hier auf der Seite nix. Okay. Ah, Loot. Ei, Estus-Scherbe, cool. Netti, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Eins kann ich dir sagen, Baden-Württemberg lohnt sich. Geil. Jägerring, aha. Ach, die stehen da oben. Ha. Huh. Echt jetzt? In Baden-Baden, ja, oh Mann. Lassen wir es einfach, oder? Ach, jetzt kommt ihr. What the fuck? Das ist ja witzig. Okay, das will ich mir anschauen. Okay. Vogelkäfig. Göttliche Säulen des Lichts. No! Die 40.000 Seelen sind weg. Da renne ich jetzt nicht rein. Da habe ich das, die jetzt zu holen. Ja, ich wüsste, wo ich langlaufen muss, um dahin zu. Oder warte mal, nee, stimmt gar nicht, ist gar nicht so weit. Ha! Ich weiß, wo ich drauf gefallen bin. Ach, die lagen beim Boss. Ja, stimmt. Oh. Ups. Stimmt, 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 stimmt. Mist, danke. Ey, sag mal. Unglaublich. Ach, ich habe noch so viel Zeug hier an, das kann ich alles noch fressen. Da kommen genug Seelen zusammen, Leute. Da kommen auf jeden Fall genug zusammen, wenn es sein muss. Das wär nur anderthalb Level oder so gewesen. Ich brauche ja mittlerweile so viel. So, also, ich muss mich einmal durch euch durchkämpfen, damit ich Ruhe hab da oben. Also, können wir kurz... So, die nächste Gruppe bitte. Hallöchen. Armbruster finde ich nicht so toll, die nerven eher.
Hallöchen. So. Hier muss es ein anderes Leuchtfeuer geben. Das kann nicht sein, dass ich von da unten bis da hochrennen muss jedes Mal durch diese ganze Truppe hier. Das kann ich mir nicht vorstellen. Du bist so ein Nervbolzen, ey, ganz ehrlich. Die sind echt nervig. Und ihr auch mit den Schilden. Vor allem, wenn sie zu dritt da stehen, ne? Arschgeige! Aua! So, da oben muss es irgendwo ein Leuchtfeuer geben. Das ist mir, also ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass ich mich hier jedes Mal theoretisch durchkämpfen muss gegen fünf von diesen. Das wäre minimal nervig. Gegen euch drei will ich einfach gar nicht kämpfen, ehrlich gesagt. Die sollen mal näher kommen und dann laufe ich an denen vorbei. Dann kann ich oben nach einem Leuchtfeuer schauen. Also, reicht. Ah, ihr seid ganz schön schnell da hinter mir, höre ich gerade. Hier? Nee. Hier ist was. Aha. Das ist der Aufzug vor dem Drachentöter. Und hier gab's hier ein Leuchtfeuer direkt? Nee, ne? Nee, das war dann nur das beim Drachentöter rechts. Das ist aber auch voll das Stück, dass man hier laufen muss. Voll dumm. Echt jetzt? Muss ich ja 100 Kilometer bis zu dem laufen, ey. Aber ich habe mich doch hier umgeguckt. Hier war doch nicht noch ein Leuchtfeuer irgendwo. War hier ja überall. Die ganze Kirche durchforstet.
Seltsam. Okay. Hier irgendwo? Echt jetzt? Ich muss von da unten jedes Mal hier hinlatschen. Finde ich jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt. Oh, hi! Grüß dich! Klar! Klar! Sind wir Lasershooting. Lorian, älterer Prinz. Aha, okay. Ah! Ach so, ja. Ach, Laser. Ich hab den Laser vergessen. Den Laser muss ich wirklich im Kopf behalten, ne? Ich dachte im ersten Moment, ja, ich laufe einfach weg und dann hat sich das erledigt, aber nö. Warum fährt der Aufzug sofort runter? Lol. Ich bin verwirrt. Aber es ist gut, also, dass das gemacht wird. Wahrscheinlich trete ich irgendwie aus Versehen drauf oder so. Und Laser! Voll Laser, wie du abgehst! Zup! Ups! Aua! Nein! Oh, teleportieren, ey. Teleportieren. Und was ist eigentlich mit dem kleinen Jungen los, ey? Der soll mitkommen. Der soll runterkommen und mithelfen. Ich weiß nicht, das eine ist ja irgendwie der Ältere und dann wird er der Jüngere sein. Dem will ich dann schon auch verprügeln. Blödes Geschwätz da von oben abgeben. Mich verwirrt das total, dass das Ding sofort runterfährt. Probier's doch mit Schild mal ein bisschen. Vielleicht kann ich da ein bisschen was vom Laser abblocken oder so.
Das ist nicht ganz so schmerzhaft. Ja, Laser! Wuhu! Okay. Huch. Aua. Oh, Laser. Huah. Nein, falscher Rhythmus. Nope. Scheiße. Komm, lass mich zumindest in die zweite Phase rein. Nein, scheiße. Ah. Ich will die zweite Phase sehen. Ich will die zweite Phase sehen. Es muss eine zweite Phase geben, vor allem weil der kleine Junge da oben noch sitzt und irgendwas vor sich hin brabbelt. Ich werde jetzt ein menschlich... Nicht vergessen. Nur zwei... Bin gespannt, wie viele es am Ende sind. Achso, ich muss ein paar Seelen schlucken. Titanit-Scholle. Okay. Titanit-Scholle. Aber mal ein bisschen was, paar Sachen aufleveln. Waffe durchwirken. Kann ich hier... Nee, die dicke kann ich nicht. Okay. Kohle hergeben, wait. Habe ich ja ganz vergessen. Seems like ages passed. I imagine his passing was long ago. I miss the old bugger rider. Ah, der arme Schmied, der andere, ne? Ja, André, tut mir leid, wenn es ein Kumpel von dir war. Ich habe ihn auch gemocht. It's but a small service to pay my humble respects. Mit was könnte ich dich jetzt alles durchwirken eigentlich? Schwerer Edelstein, scharfer Edelstein. Also schwere Großlanze, scharfe, gealterte, krude, simple. Okay. Giftige Großlanze. Spannend. Blitzende Großlanze. Auch spannend. Chaotische Großlanze. Auch spannend. Feurig. Alles sehr spannend tatsächlich. Ha. Tja. Zu spät, dass ich mir jetzt noch irgendwelche neuen Dinger aneigne.
Estus Flakon kann ich nicht mehr verstärken. Waffe verstärken ist auch erledigt, ne? Ich meine, die Feuerwaffe könnte ich mal noch, aber... Ah, warum nicht? Komm. Plus 8. Ne, plus 9? Ist sie jetzt plus 9 oder ist sie plus 8? Weiß ich nicht. Plus 4, plus 5. Wahrscheinlich ist sie plus 4 und plus 5 würde sie da das kriegen, was rechts steht. Verstehe. Verstehe, verstehe. Gut, also, ich werde sowieso beim Schlachtermesser bleiben wegen Stärke. Dann haben wir noch hier die Nummer. Main Game plus DLCs hat schon noch ordentlich was in petto. Okay, das heißt, das ist quasi so der Aufruf. Ey, vielleicht guckst du dir doch nochmal ein paar andere Waffen an. Dann sollte ich jetzt nicht alles... Ich wollte gerade anfangen, meine ganzen Seelen aufzubrauchen und in Stärke zu ballern. Aber dann warten wir mal noch einen Moment ab. Aber trotzdem werde ich jetzt erstmal... Ich muss mich nicht beschränken. Ja, nee, alles gut. Ich bin seit Dark Souls 1 eigentlich irgendwie immer mit der Stärke gegangen und fand das eigentlich ganz gut. Aber ich glaube, bei Dark Souls 1 war es auch die Stärke, die einem die Tragfähigkeit gegeben hat. Kann das sein? Bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher. Belastung war doch bei Dark Souls 1... War das doch so ein... Das war der Wert, der dann auch durch Stärke erzeugt wurde, oder? Helft mir kurz. Oder gab es dann Skill, Tragfähigkeit? Na, jetzt fährt er nicht runter. Dann stand ich vorhin doch einfach auf dem Hebel drauf. Ah, Ausdauer plus Tragfähigkeit, so war's. Okay, deswegen hatte ich da auch so viel Ausdauer. Vermutlich. Autsch. Okay. Zweihändig macht die ganze Nummer hier. Ups, das wollte ich nicht. Ja. Warum auch immer da jetzt die Brandbomben drin waren. Einfach mal vor mich auf den Boden. Verdammte Scheiße. Bam. Oh, Mann. Also den Schild, weiß ich nicht, ich lasse ihn mal auf dem Rücken, aber es könnte sein, dass ich da auch... Ich fand jetzt in der ersten Phase, fand ich es easy, ihm auszuweichen. Das ist echt der Weg, den man nehmen muss, ne? Gibt nichts Näheres. Vielleicht gibt es irgendwo noch ein Leuchtfeuer, das näher dran ist. Aber ich wüsste es gerade nicht. Ach, ich wollte ja eine Menschlichkeit schlucken, verdammt. Damit ich auf jeden Fall in die zweite Phase komme. Ja, komm, ey. Ich muss mir unbedingt merken, welchen Angriff er macht, bevor er den Teleport macht. Da muss ich drauf achten, damit ich weiß, wie früh oder spät ich ausweichen muss. Sobald der Teleport kommt. Das war jetzt ja ein lächerlicher Versuch, ey. Ich war aber auch verwirrt.
Stimmt. Der... Und überhaupt alles so feuermäßig. Der Dämon unten mit der riesen Feuerkeule, dann der Sullivan. Menschlichkeit! Pedigree Pallon. Ja, alles gut. Chill. Machen wir gleich. Und hallo. Oder ist das deine Begrüßung? Für die Menschlichkeit. Beides. Also in dem Fall Backseat Gaming und Begrüßung. Wunderbar. Universell nutzbar. Also der hier hat Feuerschwert. Ups, aua. Dann war Sullivan und dann war der Feuerdämon. Mit seiner Feuerkeule, ne? Abgrundwächter, ja, stimmt, der auch noch. Hoppla. Ich muss mal saufen. Ups. Okay, erste Phase ist ziemlich easy. Oh, dear brother, I'm on my way. Mein Gott, hast du lange Finger. Alter, okay, wird so schlimm. Oh Gott, nee. Wow, 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 wow. Der Chat ist noch nicht mal unter mir verschwunden gewesen und da war ich tot. Ah, Leute, ey. Twitch, bleibt dran. Es gibt auf jeden Fall noch eine Runde. YouTube, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.